geht um Folgendes. Das wir hier haben von einem gewissen, Gustav Eierbach, der Name stimmt, kann ich nicht behaupten, aber weiß ich, ich kenne mich, ist mir egal. Jedenfalls ist das ein Herr, der in Pattaya, Thailand, ein Buch geschrieben hat über, das werden wir jetzt rauskriegen, im Zusammenhang mit einer Diskussion in Facebook, da bei ihm auf der Seite über Reichsbürger und so weiter, haben wir gedacht, wollen wir mal, da kam dann irgendwann, Einstellungen und so, und jetzt wurde man dann hier mit diesem Buch konfrontiert, damit man ihn besser verstehen kann. Dann wollen wir mal sehen, ob das denn auch dann stimmt. Oder so, was steht hier? Die Möglichkeit gegeben, mich Stunden am Korbsessel sitzen, mit Getränken und Essen versorgen haben, den Fan nicht vergessen, damit ich im Internet für mein Buch recherchieren und die Artikel schreiben konnte. Ja, Fan ist also auch dabei. Und ganz besonders der Firma Apple mit ihrem iPad. Ja, so Reichsbürger dürfte das ja eigentlich dann nicht interessieren. So ein Apple, das ist ja wieder Amerika. Aber gut, wollen wir das mal außer Acht lassen. So, falls ich jemand vergessen habe, bitte nicht sauer sein. Wissen ja alle, bei der grünen Sonne ist die Birne auf matschig. Ja. Mein Angewidertsein gilt all den egoistischen Monstern, die rücksichtslos ihre Genusssucht befriedigen, ohne die natürlich mein Buch nicht entstanden wäre. Aber man kann sich ja schlecht für menschliches Verhalten bedanken. Ich wäre glücklich, wenn das Verhalten der Menschen untereinander in einer möglichst nahen Zukunft keinen Anlass für so ein Buch mehr geben würde. Aha. Jo. Klingt ja nicht schlecht. Das Buch ist all dem, wie mein restliches Leben durch diese menschenverachtenden Dämonen sehr nicht gebrochen sind. Also ich weiß ja schon, ich habe ja schon reingeguckt, es dreht sich irgendwie um Frauen. Und das ist ja schon, da muss man ja extrem betroffen worden sein, damit man irgendwie so im Rundumschlag hier vorgeht, so wie sich das hier aussieht. Wie gesagt, wir werden das mal versuchen, so objektiv wie möglich zu betrachten. Vorwort, da steht es ja schon gleich, dieses Buch ist halb subjektiv, halb objektiv. Natürlich werden die ewig Kritisierer den subjektiven Teil anmoseln, den objektiven Teil Belege wünschen. Es geht aber gar nicht darum, wie es Detail genau richtig ist. Es geht um den zunehmenden Trend zur Unmenschlichkeit, der durch die Gender-Mainstream-Manipulation seit 35 Jahren bewusst gefördert wird. Aha. Da gibt es dann ein Video dazu, das wir uns jetzt immer sparen. Da ich als Mann logischerweise die Verarschung durch Frauen erfahre, kommen die Frauen im Gemisch zwischen Subjektivität und Objektivität eben schlecht weg. Es ist eine engagierte Frau, einer engagierten Frau ja unbenommen, genauso ein Buch andersherum zu schreiben. Ja. Ich weiß gar nicht, bin ich überhaupt gut zu sehen? Ich bin ja auch zu weit weg. Man sieht meine Missbilligung, ne? Vielleicht nicht klar genug, was weiß ich, Wenzel oder Zustimmung durchaus. In einigen Artikeln wiederholen sich teilweise Passagen, dass wir nicht die Beleuchtung, Aspekt, Überlappungen sind dann notwendig, im Zusammenhang zu wahren. Ja, mag ja alles sein. Wir wollen aber nochmal, diesen Stil hat mein Ökonomieprofessor Schmidt-Ringower auch in seinen Werken gehabt. Schwer zu lesen, aber er hat damit alle Witzbirnen herausgefiltert, weil die seine Bücher genervt in die Ecke geworfen haben. Nur die ernsthaft interessieren, mit einem offenen Geist für das Gesagte blieben übrig. Naja, also erfahrungsgemäß kann das dann ja nur eine Handvoll sein, ne? Weil die meisten Leute, die, so kennen wir ja von Facebook beispielsweise, ne? Wenn sie da über das Smiling-Setzen hinauskommen, Smiling-Setzen, ne? Ja, dann beschränken sich die Kommentare ja meist auf 3 Worte, ne? Oder so, oder? Ist das so? Ja, so, jetzt bleibt es hier. Polemiker sind entrüstet, feministische, keine Ahnung, ob die das überhaupt lesen. Denn ich habe den Eindruck, dass das ja hier noch relativ unbekannt ist. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat das ja eine Millionenauflage und ist das an mir vorbeigezogen. Ne? Ist vielleicht ein Bestseller, ne? Na? Kann ja alles sein. Es ist aber zu hoffen, dass die von ihren verlogenen Frauen bis fast zum Tode getriebenen Männer, es ihren Freunden und vielleicht Söhnen sagen, sodass in weiterer Zukunft ein Umdenken in der Männerwelt stattfindet. So edel und hehr
wie uns die Damen über die Medien verkauft werden, sind sie nicht. Ja, wer behauptet das denn? So naiv ist doch keiner mehr. Auf der Titanic gab es den Spruch, Frauen und Kinder zu essen, die Boote. Ein heutiger Mann soll sich überlegen, ob er mit dem Kind ins Boot geht. Oh. Aber wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Gerüchte streuen. Wenn ich jetzt von Kind und Männern höre, dann fällt mir auch mal was anderes ein. Aber nee, Spaß beiseite. Der Autor würde sich riesig freuen, wenn sich geschulte Mathematiker, naja, dann ist mir schwer, mal seinen beiden Gleichungssysteme annehmen. Er könnte sich vorstellen, dass dort Verbesserungen möglich wären, die Wirklichkeit noch genauer abbilden würden. Auch wäre es schön, wenn kritisch ergänzende Überlegungen zur Aussage der Artikel von Engagierten per E-Mail mitgeteilt würden. Ich werde das Buch mit Informationen permanent refreshen. Sodass das Gesagte immer fresher wird. Okay, und bitte, ihr feministische Polemik, ansonsten spart euch den Shitstorm-E-Mail. Sie werden Kommentare gelöscht. Schreibt uns also, wohin denn überhaupt? Naja, egal. Der Autor freut sich auf regen, fruchtbaren Informationsaustausch mit Männern. Entweder unter der E-Mail-Adresse Fassi-Mail oder was ist das hier für ein Quatsch? Zero Point Energie. Aha, siehst du, das ist ja das Ding. Ja, klar. Verstehe, also das ist also von langer Hand geplant, ne? Von dem Muster. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich finde den ja lustig, muss ich mal in Klammern jetzt so dazu sagen. Ich habe ihn ja nicht umsonst auf meiner Freundesliste stehen. Und ist okay. Aber wie gesagt, mit dieser Reichsbürgernummer, ich muss das ja jetzt, das darum geht ja die Nummer. Ich will jetzt mal verstehen, wie der auf so einen Quatsch kommt. Ne? Aber wollen wir jetzt nicht vorschnell urteilen. Ne? So, jetzt kommt ja auch immer so ein Buch wie die Schreibfehler. Ah, nee, ich bitte um Nachsicht. Das ist nicht nachsehbar. Schreibfehler lassen sich korrigieren mit ein bisschen Fleiß. Der Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman hat mal zu einem Studenten gesagt, hören Sie nicht auf meine Worte, hören Sie auf das, was ich sage. Ja, das hat ja wahrscheinlich nicht nur Richard Feynman gesagt. Das kann ja jeder sagen, sowas, ne? Was bringt das denn? Denn wenn man hier schon hier immer diesen erhobenen Zeigefinger, der da so durch dieses Buch war, man schon am Anfang, ne, dann sollte man halt auch mit der Rechtschreibung ein bisschen genauer sein, weil sonst ist doch klar, die ganzen, ne, an anderer Stelle im Buch heißt es dann, oh, die ganzen Kinder sind zu blöd, ne, weil die Frauen so falsch erzogen haben oder irgendwas, ne, und in Wirklichkeit, hier macht das selbe. So, um noch eine Bitte, die in das Buch bewerben, Spende, ja klar. So, jetzt kommt das Inhaltsverzeichnis. Danke, haben wir ja gehabt, Vorwort, Inhaltsverzeichnis, armer neuer Partner. Ach, Opfer, Attraktivitätsanalyse, Text, Excel-Tableau, was ist das denn für ein uninteressanter Scheiß? Sorry, Bespaßung, das hört sich cool an, chancenlose Bewährung, Klientenzüchtung, ja, interessant. Die Erbärmlichkeit der Gesellschaft, Drecksmänner, eine andere Spezies, ja, Anunnakis. Evolutionsstufen, Feminismus, Wellness, Sonderclubs, Filme. Flucht aus der Einsamkeit, Formbarkeit, Freude schenken, Gefühlskontrolle, gemeinsame Ideale, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Hormone, ich will doch nur spielen und so weiter. Interessant, Liebe ist, da kommen die Witze, 175, moralischer Schadenersatz, Parallelwelten, interessant. Philosophische Basiskonzepte, Prioritätenliste, Reptiloide, das ist ja auch wichtig, Thailand-Geschichten, Thailand-Lebenshaltungskosten, Thailand-Geschichten, ja, das ist ja für Männer auch, ganz bestimmt für Männer immer interessant. Da sind ja dann die Frauen, die ins Maul halten, das ist klar. Urvertrauen, Vertrauen, wer begehrt wen, Vetekan, in zweierlei Maß nachgebaut, Open Source, okay. Jetzt geht's rund. Ich werde jetzt auch wirklich so querlesen, das geht ja besonders schön bei so einem E-Book, aber ich werde mir bemühen, das irgendwas ernst zu nehmen. Das ist, wenn. Kann sein, dass das was länger dauert, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Ich kann aber hier schnell rüber switchen, wenn mich das überhaupt nicht berührt. Ne? Wollen wir mal sehen. Also, armer neuer Partner. Da ist die Frau 10 oder auch 20 Jahre mit einem Lebensgefährten zusammen, die stabile Beziehung hat, die eigentlich kulturüblichen Verhaltensmuster. Sehr oft gilt so eine Beziehung im Bekanntenkreis als Referenzklasse einer guten Beziehung. Komischerweise passiert aber ein Großteil der durch westliche feministische Indoktrination verdorbenen Frauen. Oh. So, mit knapp 40 Jahren einen Knall in der Birne. Ich muss mich mal selbst verstehen, Aber hör mal, entschuldige, das ist ja der erste zwei Sätze, die sind ja schon widersprüchlich. Normal sind das diese Midlife-Crisis-Nummer der Männer, ja? Auch genau in demselben Alter. Also, ich meine, klar, kannst du jetzt sagen, kann ich auch eine Frau selber in Grün schreiben, aber irgendwo ist es doch dann albern, oder nicht? Wenn das nicht austauschbar ist, dann kann man ja nicht sagen, die Frauen sind böse und die Männer sind gut. Also das ist doch auch keine Kram. So, na gut, wollen wir mal weitersehen. Ich muss mal selbst finden und so weiter. Ja, das ist ja auch gar nicht falsch. Ne? Wenn man da so eine Pappnase als Mann hat, ne, finde ich, warum soll man sich da nicht irgendwie nach 40 Jahren mal selber finden wollen, oder?
Ich meine, ich kenne genügend Beispiele von Frauen, denen ich da nur beipflichten kann, dass sie mal ihre Schnarchnase da irgendwie in die Wüste schicken, oder? Aber finde ich. Na gut, deswegen muss ich mich von meinem Partner trennen und von Männern. Klammern kann ja nur der Partner gewesen sein, der aber nichts Verwerfliches gemacht hat, habe ich sowieso die Nase voll. Mir kommt keiner mehr in meine zukünftig eigene Wohnung. Ja, das gibt es. Gibt sogar Frauen, die dann Lesben werden mit der Zeit. Was weiß ich? Das hat alles seine Gründe und wer will darüber urteilen? Hä? Gustav der Heilige oder was? Oder ich? Oder sonst wer? Wer macht das? Das machen die Leute selber. Ich bin ja Maurer. Freimaurer. Auch wenn das jetzt wieder ein Shitstorm von den Reichsbürgern erzeugt. Das ist mir völlig egal. Alles klar. So, komischerweise endet dieser Selbstfindungsprozess immer im Bett eines anderen. Ja und? Aber jetzt kommt es. Der Neue ist eine arme Sau. So wie die Frau mit dem Vorgänger sind dem Neuen gar nicht mehr zu. Die Neue. Was? So wie die Frau mit dem Vorgänger verbunden war, lässt sie es bei dem Neuen gar nicht mehr zu. Ja, da ist was dran. Das ist ja auch wahrscheinlich cleverer. Der Neue möchte natürlich auch gerne mit ihr zusammenleben und rackert sich dafür einen ab. Sie spielt natürlich ihre Liebe zu dem Neuen brillant. Aha, jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Hat sie ja in ihren vorherigen Beziehungen bestens trainiert, aber sie lässt ein Zusammenziehen gar nicht zu. Das heißt, man sieht sich auch mal tagelang nicht. Ja, gut, wenn man mit sich selbst nicht anfangen kann, dann ist das für einen ein Problem. Wenn man das kann, dann ist das auch mal ganz erfrischend, wenn man mal Ruhe hat von der Neuen. Also das ist jetzt im Umkehrschluss so gesehen. Der Mann, der ist ja nicht nur benachteiligt in der Situation. Es sei denn, er ist irgendwie abhängig von der Frau und von der Beziehung und von dem Leben in dieser Beziehung. Dann ist das ein Problem, sonst ist das kein Problem, vielleicht sogar ein Vorteil, sehe ich so. Und viele andere auch. So, Beziehung best trainiert, ja und aber bla 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 bla. Das ist bewusst so geplant gewollt, denn sie will die neue gewonnene neumannfreie Zeit zu kurzen Stands mit weiteren anderen, meist Alpha-Strahlen AS, aha. Da ist ein Neidfaktor drin. In einem anderen Artikel genauer beschrieben, benutzen. Der Neue kennt ja gar nicht. Nee, was, der Neue kennt ja gar nicht, dass die Frau früher nicht so oberflächlich war. Wieso ist das oberflächlich? Sex ist oberflächlich? Auch wenn man im Nachhinein feststellt, dass ihre frühere Nicht-Oberflächlichkeit vermutlich nur simuliert war. Ja, das gibt es natürlich auch. Ich sage ja nicht, dass per se alle Frauen irgendwie Weisheit mit Löffel gefressen haben, aber weiß nicht. Umgekehrt ist es mit Sicherheit auch nicht der Fall. Ein oberflächlicher Mensch gibt es auch bei Männern. Ah ja, ach was, ne? AS fühlt sich natürlich von ernsthaften Strukturen eingeschränkt. Kann man auch so pauschal nicht sagen, finde ich. Da gibt es auch andere Gründe, warum man sich ernsthafte Strukturen vom Hals hält irgendwann, ne? Und ganz, also ernsthaft im Sinne von festgefahren irgendwie oder keine Ahnung, diese Kletten gibt es ja auch, ne? Bei Männern und bei Frauen offensichtlich. Beziehungsweise umgekehrt. So, und ganz nebenbei, Frauen orientieren sich immer aufwärts. Ja, was denn sonst? Das ist halt nicht in der Natur der Sache. Oder bin ich bekloppt oder was? Ich denke, das sind Wissenschaftler. Das ist doch Genese, oder nicht? Also ich finde das völlig verrückt. Wenn der verlassene Partner so und so viel 1.000 Euro im Monat verdient, dann erwirtschaftet er mindestens 2 bis 3 Mal. Da erinnern die Frauen sich so. Die sofort an Hunde, das ist bei allen Menschen gleich, die erinnern mich immer an Hunde, das sind Rudeltiere. Nicht alle, aber viele Hunde hängen quasi immer an ihrem Herrchen in der Hoffnung, dass es noch einen Cracker mehr gibt. Ja, das ist ein Aspekt, aber wie gesagt, diese Hundetheorie, die habe ich ja schon seit 30 Jahren. Aber ich habe kein Buch darüber geschrieben bis jetzt, vielleicht soll ich das mal machen. Es stimmt schon, dass dieses Verhalten unter anderem abhängig vom Bildungsstand der Frau ist. Ja. Das kann man so oder so sehen. Ne? Entweder ist sie besonders doof oder besonders clever. Ne? Je weniger in der Birne, umso cracker fordern sie, mehr cracker. Einige brennen der Auto, das kann auch genau umgekehrt sein. Das ist alles völlig undurchdacht. Das Buch will ich nochmal korrigieren. Das sehe ich schon an den ersten 2 Seiten, dass das noch nicht ausgereift ist, oder? Was meinst du? Schüttel den Kopf. Ich will das gar nicht weiter hören. Du willst das gar nicht weiter hören. Das ist schon schlecht von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ja, ist ja egal. Ich versuche ja irgendwie durchzusteigen. Mehr bin ich ja nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie nur eine arme Willi. Ne? Armes Opfer. Tut mir furchtbar leid. Tschüss. So, je weniger in der Birne, Cracker, 4 Jahre Entwicklungsländer, Eingang und so weiter, Oberfläche, Material, diese Frauen. Was soll das jetzt alles? Gut, lass uns mal weiterspinnen. Wir spulen mal vor.
Das macht ja so keinen Sinn. Wir haben ja jetzt schon so viele Fehler gefunden. Na gut.